Hey Freunde, Jagger hier. Die Chippy Chippy Chappa Chappa Challenge ist jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Tagen rum. Und ich möchte euch erzählen, und viele haben auch danach gefragt, wie es mir so dabei ging, was danach die Probleme waren, welche Challenge ich schwieriger fand und was nach der Challenge alles noch so passiert ist. Falls irgendjemand nicht mitbekommen hat, ich habe mir 10 Stunden lang Chippy Chippy Chappa Chappa angehört und das auf ungefähr dieser Lautstärke. Deswegen hat es schon super schnell angefangen, ich glaube schon nach irgendwie einer Stunde, dass mein Kopf ab dem Zeitpunkt schon Schmerzen hatte. Er hat vibriert. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es da noch ging, weil ich irgendwie manchmal das komplett überhört habe. Manchmal hatte man diese Phasen, wo man das gar nicht mehr richtig wahrgenommen hat und gar nicht mehr gehört hat, und das war das Schönste. Das konnte man zwar nicht so auf Abruf bereit rufen, aber es wäre cool, wenn es passiert ist, weil oft diese Frage kam, welche Challenge fand ich jetzt schlimmer? Das 10 Stunden lang Skyblock hören oder das jetzt? Und ich muss echt sagen, wenn ich das mit dem Skyblock-Ding vergleiche, war das nichts. Was habe ich Skyblock gesagt? Ich meinte natürlich Skybase. Das war halt wenigstens so ein normales Lied. Es war ruhig, es war nicht zu aufgedreht oder aggressiv oder so. Es war ein ruhiges Lied. Plus, es kam am Schluss immer so eine 3 bis 4 Sekunden Fade-Out-Pause. Das war immer das Geilste. Und bei diesem Chippy-Chippy-Ding gibt es halt keine Pause. Das war ein durchgehender Loop. Das heißt, ich habe 10 Stunden lang halt durchgehend was gehört. Aber bei dem Skybase-Ding hattest du immer so eine 3-Sekunden-Pause. Das war so geil, ne? Natürlich ist es einfach auch brutal langweilig bei sowas, weil ich halt auch nichts nebenbei machen durfte. Haben auch super viele nicht verstanden. Es haben alle geschrieben, wieso zockst du nicht einfach nebenbei? Ja, genau deswegen, weil es dann zu einfach wäre. Es ist ein Riesenunterschied, ob du 10 Stunden lang irgendwas nur hören musst und dabei nichts tust oder nebenbei was tun darfst. Bro, und ich schwöre, wenn du nebenbei was tun darfst, es ist einfach keine Challenge mehr. Du fokussierst dir dann einfach so krass auf diese andere Aufgabe und dann hörst du den Song eigentlich gar nicht mehr. Es kam auch oft die Frage, welche Stunde war für mich die schlimmste, weil das gibt's auch super oft. Meistens ist so Stunde 8 übel schlimm, weil du hast das so viel schon durchgemacht und dann waren es nochmal 2 Stunden, aber jetzt waren es irgendwie, es war ungefähr Stunde 6. Stunde 6 war irgendwie die Stunde, wo es komplett reingestrahlt hat, Digga. Mein ganzer Kopf hat so weh getan, es hat so gedröhnt die ganze Zeit und ich wollte auch da, Digga, ich dachte mir, WTF, es kann nicht mehr so weitergehen, ich dachte, ich muss abbrechen oder so, aber ich habe da noch wirklich durchgezogen und ab so Stunde 8 war es wirklich sogar einfacher, weil da habe ich schon irgendwie fast das Ziel gesehen, dachte mir, okay, easy. Nach dem Stream haben auch voll viele geschrieben, yo, machst du sowas nochmal, machst du mal mit dem Song, machst mit dem Song. Aber ich schwöre, ich mach's nicht mehr. Ich habe jetzt die Trilogie voll gemacht, genauso wie mit dem 100.000 Mal sagen Ding. Was ist da schon die Trilogie voll? Wir hatten Nintendo, Cock und das Jugendwort, stimmt, Goofy. Boah, schon komplett vergessen, Bro, ich bekomm's nicht los, wenn ich dran denke, oh mein Gott. Deswegen sind bei diesen 2 Sachen jetzt die Trilogie voll und gut ist, Digga. Vielleicht mach ich mal irgendwann nochmal, wenn mal irgendwie so ein heftiger Meme-Song kommt oder so. Aber Digga, bitte nicht. Ey, bitte, Mann, das ist, ey, das macht doch, es macht halt wirklich keinen Bock, Digga. Immer dieses, ne, das Schlimmste an diesen Streams ist immer, in der Früh aufzustehen um 10 Uhr extra und du weißt einfach schon, der ganze Tag ist im Arsch, Digga. Ich muss extra früh ins Bett, um extra früh aufzustehen und dann sowas zu machen, Digga. Das ist, ey, das ist einfach dumm. Falls auch irgendjemand sagt, ja, wenigstens bekommst du Geld davon und so, weil der Stream ist auch gut angekommen. Nein, Bro, ich bekomme nichts davon. Weil der Song auch Copyright hat, was mir auch im Vorhinein klar war natürlich. Ich hasse es halt immer, wenn das Leute schreiben, weil die halt echt denken, dass jeder alles für Geld macht, Digga. Das ist halt so dumm. Mir geht es halt wirklich darum, dass es eine Challenge war von euch und ihr die erfüllt habt. Und deswegen mache ich die. Das war's. Easy, ne? Es geht mir gar nicht um mehr oder weniger oder um sonst irgendetwas. Deswegen bin ich auch umso dankbarer an jeden, der durch Mitgliedschaften oder durch Donations den Stream so supportet hat. Auch kam die Frage, was ich gemacht habe, nachdem der Stream vorbei war. Denn ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich war, als das ganze Ding einfach durch war. Und ich glaube, ich bin auch einfach ins Bett gegangen. Also kein Joke jetzt. Ich habe Stream ausgemacht, habe was getrunken und bin einfach ins Bett gegangen, Digga. Ich konnte nicht mehr. Ey, gefühlt hat das meine ganze Energie genommen. Ja, ich habe den Song auch irgendwie gestern einmal so gehört, irgendwo als Meme. Und Digga, ich kann es jetzt einfach nicht mehr hören, ne? Also, wenn ich es höre, Digga, ich pack's einfach nicht mehr. Es ist für mich jetzt mit Abstand der schlimmste Song. Wenn ich ihn allein nur höre, bekomme ich Psychosen. Ja, Digga, ich bin einfach froh, dass es vorbei ist, wirklich. Auch nochmal wirklich danke an jeden, der im Stream irgendwie dabei war, den irgendwie supportet hat. Ihr wisst, es bedeutet mir wirklich ultra viel und ich denke immer an euch. Ich hole mich jetzt noch vom Song. Ich wünsche euch noch gute Fortnite-Runden und wir sehen uns im nächsten Stream oder Video. Ciao!